Hallo, wunderschönen guten Abend, Leute. Was geht? Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir starten rein. Herzlich willkommen, Fox ran, guten Abend. Blubbele Moin, was geht? Tufu grüßt dich, Shitsibi, guten Abend. Atlanta, was geht ab? Sein Spinner, hallo. Und Marinho, guten Tag, was geht? So. Was ziehe ich an? Was ziehe ich an, damit man mich gut sehen kann? Und Salty Sandra, Dankeschön für 25 Monate fortlaufen. Dankeschön für über 2 Jahre Treue. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und auch Dank an Feltin04, vielen lieben Dank für dein Resub im 18. Monat mit Tier 2. Dankeschön auch dafür. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank dafür. Sieht ja eigentlich hiermit besser aus, ne? Mir gefällt es nicht mehr. Bin ich ehrlich. Weiß nicht warum. So. Kautenkind, guten Abend. Nora grüßt dich. Helm mit Lampe von Alessia. Guten Abend, Mr. Napier. Ich habe mir den Kaufvertrag von Pegasus angeschaut und würde ihn in der vorliegenden Fassung auf keinen Fall unterschreiben. Die AGB sind rechtswidrig und zudem einfach dreist. Konkret Punkt 12. Buonasera. Ja, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Stupendo. Und Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? No, soweit nicht. Aber es sind alle erreichbar. Außer Mr. Malone, Sie. Ja, ich verstehe. Mr. Malone ist erreichbar, ja. No, no, außer er, das meinte ich. Ach so. Gut, okay. Alles klar. Sie sind bei LSR oder wo sind Sie? Im Italy gerade. Gut, dann bis gleich. Bis dann. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Oh, Mr. Napier. Sie hatten, naja, gestern bei mir angerufen. Ja, weil Ihre Nummer auf meinem Telefon war. Wer ist denn da? Mein Name ist Reno Carino. Erinnern Sie sich nicht? Nein. Nein. Das ist aber. Nun ja, dann stehen wahrscheinlich jeden Tag Leute mit Brautkleid in ihrem Café.
Ah, Sie sind die Dame, die von dem PD vorgeführt worden ist, nicht wahr? Nun ja. Ich bin auf jeden Fall die Dame aus Ihrem Café, ja? Ja. Nun ja, verzeihen Sie diese Unannehmlichkeit. Auch wenn ich es nicht eingerichtet habe. Ach, Sie haben mich angerufen, um sich zu entschuldigen? Das letzte Zitat, was ich von Ihnen gehört habe, Mr. Napier. Was war das nochmal? Hä? Kasper. Verein. Ach so. Theater oder so etwas. Sie haben mich zum ersten Mal in Ihrem Leben getroffen und meine Professionalität in Frage gestellt? Nun ja, Sie wurden vom PD scheinbar in die Irre geführt, nicht wahr? Missverständnisse. So würde ich es abhaken, solch eine Situation. Naja, was Mr. Weiss für Spielchen macht, das ist natürlich, naja, das ist eine andere Sache. Aber wissen Sie was? Ich dachte eigentlich, als ich Sie da so gesehen habe, dass Sie ein Mann mit Klasse sind. Und ein Mann mit Klasse hätte das alles unterbunden. Und hätte nicht so über mich gesprochen, wie ich da stand in Ihrem Café und eine Erscheinung war, die Sie ignoriert haben. Ich dachte wirklich, Sie sind ein Mann von Klasse, aber so kann man sich irren. Ja, gut, ich verstehe. Da muss ich wohl was missverstanden haben, nachdem Sie anscheinend merkten, dass ein Mann mit Klasse vor Ihnen steht und Sie diesen anfingen zu beleidigen. Beleidigen? Scheinbar habe ich dann die Situation falsch eingeschätzt. Wissen Sie, ich wollte mich eigentlich im Namen des PDs, welches Sie zu mir gebracht hat, um Verzeihung bitten, dass sie in irgendein Spielchen verwickelt worden sind. Mehr sogar noch, ich wollte ihnen die Türe nach Vinewood öffnen. Zum größten Varieté, was es hier gibt, welches aus kleinen Mäuschen Sterne macht am Firmament. Aber wissen Sie was? Für Sie halte ich jegliche Türen verschlossen, weil Sie eine dumme, verzogene Göre sind. Einen angenehmen Abend noch. Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Tina Carina oder sowas? Tina Corina? Ah, ich kann es mir nicht merken. Tina, Corina, sie hieß nicht so. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich muss mir das später irgendwann mal. Ich weiß das irgendwie anders. Italy, Braut. Okay, Walter Weiß. Ja, yeah. Guten Abend. Ja, guten Abend, Mr. Napier. Gut, dass ich Sie noch erreiche. Haben Sie die SMS schon gelesen? Ja, durchaus. Ja, das wird ein Altvertrag von den Bailey-Brüdern sein, gehe ich davon aus. Da steht drin, wenn Sie mit dem Vertrag nicht einverstanden sind, also keine Ahnung, die zahlen Ihnen, die geben Ihnen Wagen nicht zum Beispiel, ja? Dann dürfen Sie nicht vor Gericht gehen, sondern müssen ein Schiedsgericht anrufen. Und das Schiedsgericht besetzt, 3 Leute sind da drin und 2 davon bestimmt Pegasus. Wenn Sie sagen, das ist doch Quatsch, ich gehe trotzdem vor Gericht, dann wollen die $50.000 Konventionalstrafe dafür haben von Ihnen. Allein dafür, dass Sie Ihr Recht wahrnehmen, was Sie Ihnen gar nicht streichen dürfen, und Sie vor Gericht gehen. Das ist also, damit ist das in meinen Augen unwirksam, es ist ein rechtswidriger Vertrag.
Ich verstehe. Haben Sie den kürzlich erhalten oder ist es noch ein altes Schriftstück? Also ja, ich habe ihn vor ein paar Tagen erhalten. Okay, das ist sehr interessant tatsächlich, weil das unter Casa-Verwaltung steht, das Ganze. Ach, tatsächlich. Und dann ist das rechtswidrig, das Ganze. Ja, das ist allerdings, also sollte man definitiv mal melden, damit das geändert wird, damit Sie den Wagen kaufen können. Weil so kann eigentlich niemand, jeder Kauf ist meiner Meinung nach ungültig, weil das ein rechtswidriger Vertrag ist. Also Sie können ja niemandem verbieten, dass er ein ordentliches Gericht anruft, vertraglich. Das ist ja Ihr Recht als Bürger. Ja, ich verstehe. Gut, dann denke ich mal, müsste man mit diesen Herrschaften nochmal sprechen, ja. Ja, von Pegasus. Soll ich mich darum kümmern oder möchten Sie das machen? Wie ist das geplant, dass das geändert wird und Sie einen vernünftigen Vertrag bekommen? Ja, klingen Sie doch dort gerne durch. Mache ich sehr gerne. Ja, perfekt. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie da eine Rückmeldung bekommen haben. Alles klar, mache ich. Dann erstmal einen schönen Abend für Sie, Mr. Davy. Ja, bis gleich. Wie kann man mit einem... Ja, guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit so gut. Ich würde mich jetzt gerade umziehen gehen und dann zum Italy kommen. Ja, ich verstehe. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Sicher erstmal nicht. Ich habe ein paar Sachen in die Wege geleitet. Das noch die Sache, die wir mit Felice da, die sie angesprochen hat, kann ich Ihnen mal in Ruhe erzählen. Noch mit Max und William mich unterhalten, viel darüber. Ja, ich verstehe. Sie wollten jetzt auch zum Italy, oder? Ja, ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Ja, alles klar, dann sehen wir uns dort. Gut, bis gleich. Ja. Ja, also entscheiden, dort kann das natürlich keiner entscheiden. Das ist also direkt mit dem Casa gesprochen und das ist denen ganz unangenehm und das wird vielen, vielen Dank für die Meldung und sie werden zeitnah Bescheid geben und das selbstverständlich korrigieren. Ja, das Casa sagen sie ja. Ja, die sind ja die einzigen, die im Laden was entscheiden dürfen, weil an die ist der ja übergegangen. Deswegen muss ich mit denen dann sprechen, weil alle anderen sind gar nicht zuständig, die dürfen nichts. Ah, ich verstehe. Das heißt, sie haben mit den Casa jetzt gesprochen, ja. Genau, und die haben mir versichert, ich bekomme eine persönliche Meldung, sobald das korrigiert wird. Da muss wohl aus Versehen ein alter Arbeitsvertrag benutzt worden sein. Entschuldigung, Kaufvertrag. Ja, also, naja. Wahrscheinlich hat niemand drüber geschaut. Ja, ich verstehe. Gut, dann werden die das erstmals korrigieren und dann es zu einem Kauf kommen lassen, ja. Genau, ich habe jetzt Ihren Namen nicht genannt, ich habe einfach nur gesagt... Was haben Sie gesagt? Ups. Mach mal weg.
Ups, so, jetzt, da war mein Telefon weg. Ja, was haben Sie gesagt? Ich sagte, ich habe Ihren Namen gar nicht genannt, ich habe nur gesagt, ein Mandant bat mich, den Vertrag durchzuschauen und ich war geschockt, was da drin steht. War ganz fassungslos und ja, man muss denen ja nicht zu viel Infos geben. Ja, ich verstehe. Das heißt, Sie wissen aber schon, welcher Paragraph störend ist, ja? Ja, das habe ich denen gesagt und die wollen das auf jeden Fall erörtern. Also der war richtig geschockt, hatte ich das Gefühl. Ja, ich verstehe. Gut, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann melde ich mich bei Ihnen, sobald ich von Ihnen gehört habe. Ich vermute, das wird morgen sein. Im besten Fall. Also die werden sich jetzt schon beeilen, hoffe ich. Ja. Dann noch einen angenehmen Abend erstmal. Für Sie auch, vielen Dank. Achso, warten Sie mal. Die melden sich ja bei Ihnen, ja. Die melden sich bei mir, haben Sie gesagt, ja. Ja gut, das kann aber auch in 3 Wochen sein, richtig. Also ich hoffe nicht. Ich habe gesagt, natürlich, wir sind ja interessiert daran, so kann ja kein Auto verkauft werden, ne? Also das geht ja eigentlich nicht. Ja, alles klar. Ich kann ja den auch den Verkäufer anrufen und schon mal darüber unterrichten, ja. Natürlich, gar kein Problem, weil ich weiß gar nicht, ob die schon, wahrscheinlich werden die jetzt gerade informiert oder um die Zeit vielleicht nicht mehr, aber können Sie natürlich gerne machen, dass das bereits dem Casa gemeldet ist und man auf vernünftige Verträge wartet. Ja, alles klar. Gut, dann noch einen angenehmen Abend. Ihnen auch, vielen Dank. Wir waren voll nett gewesen, ich will gerade.
Ja, guten Abend. Guten Abend, Mr. Napier. Bonasera. Wirklich cooler Cardigan. Wie geht es Ihnen? Ladies first, würde ich sagen, Miss Milano. Stupend, grazie. Ja, ebenso, Mr. Napier. Wie geht's Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Eine Info vorab meinerseits, Mr. Napier. Ich bin gegebenenfalls Anfang Mai, wahrscheinlich so 8. bis 10. Mai, vermutlich für einen, ja, den genannten Zeitraum, eventuell in Kolumbien tatsächlich. Aber das steht jetzt noch nicht sicher, da muss ich nochmal meinem Bruder Rücksprache halten. Da würde ich dann aber rechtzeitig nochmals eine Info durchgeben. Ja, ich verstehe. Also etwas Langfristiges, ja. Nee, tatsächlich. Ja, paar Tage. 3-4 Tage wird es voraussichtlich sein. Hör ich ihn schlecht, hat er gesagt, längere Zeit. Exporteur und möchte sich da ein Produkt kurz mal anschauen. Ja, ich verstehe. Weil, wurde nicht in Frankreich gewesen? Richtig, genau. Falls das Produkt annehmbar wäre, würde das Ganze, ja, den Schiffweg antreten. Ja, ich hörte bereits schon davon, dass Europa recht lukrativ ist für solche Geschäfte. Der Markt wächst und die Nachfrage steigt. Also hat nicht das Gefühl, dass es in nächster Zeit abnimmt. Ja, interessant. Ja, guten Abend, Mr. Brock. Ein wunderschönen Mr. Napier. Ja, wie geht es Ihnen? Mir geht's super, wie geht's Ihnen? Naja, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Sagen Sie, ich wollte Ihnen Bescheid geben. Ich habe diesen Vertrag von meinem Anwalt überprüfen lassen. Mhm. Scheinbar gibt es da Probleme, so er mich davon unterrichtet hatte. Mhm. Dann leiten Sie mir die Probleme per SMS schon. Einmal per Mail weiter, bitte. Ja, ich werde ihn dahingehend nochmals unterrichten. Allerdings hat er schon mit der Führungsebene gesprochen, dahingehend. Mit der Führungsebene? Mit welcher Führungsebene? Nochmal nachfragen. Naja, er sprach davon, dass das Ganze aktuell dem Chaos unterliegt. Mhm. Aber damit Sie ebenfalls im Bilde sind, es geht dabei um ein Schiedsgericht.
Ich muss einmal ganz dringend auflegen. Ich melde mich nochmal. Ich habe einen Notfall. Ja. Yeah. Mr. Elias, Mr. William. Machen Sie doch mal eine Runde um Pegasus rum und schauen mal, ob da gerade alles in Ordnung ist. Wird gemacht. Hat er ihn im Schiedsgericht aufgelegt? So. Rino Carino. Rino Carino. Sagt Ihnen der Name Rino Carino etwas? No, ist mir nicht bekannt. Ich verstehe. Mr. Napier. Ja, guten Abend, Mr. Westbrook. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit eigentlich ganz gut. Und Ihnen? Naja, man kann sich nicht beklagen. Das freut mich zu hören. Ich wollte Sie davon unterrichten, dass sollte sich jemals eine Dame bei Ihnen bewerben, mit dem Namen Rino Carino, dann sagen Sie mir Bescheid, ja. Ja, ironischerweise habe ich tatsächlich gerade mit Miss Carino telefoniert. Miss Carino ist tatsächlich schon letztes Unicorn-Opening mit mir in Kontakt getreten. Also, oder wie soll man das sagen, wir haben uns unterhalten. Sie hat mir gerade geschildert, aus ihrer Perspektive, was passiert ist. Ich wollte auch fragen, was da unser Standing ist. Deswegen ist es ganz gut, dass Sie gerade nochmal anrufen. Was genau? Hat sie Ihnen denn geschildert gehabt? Naja, Miss Carino meinte, dass, oder hatte mich gefragt, ob ich sie allgemein sehe im Varieté, und dann meinte ich an sich schon, dass ich finde, dass sie an sich eine Dame mit Esprit zu sein scheint, die sehr viele Ideen hat und so weiter, dass das schon an sich eine gute Grundlage ist. Und dann hatte sie mich gefragt, ob sie mein Vorgesetzter wären, und habe ich gesagt, dass sie eben CEO des Weinhof Varietés sind. Und dann meinte sie, dass sie sich
gestern oder vorgestern mit ihnen unterhalten hätte und dann meinte sie, dass das nicht so gut verlaufen wäre und dass sie nicht denkt, dass das ihr Weg sein wird aufgrund dieses Gespräches, weil sie sich da wohl doch etwas unwohl gefühlt hat. Ach, das hat sie so erzählt, ja. Ja, sie meinte halt, dass sie nicht glaubt, dass sie im Varieté anfangen würde, weil wir uns darüber unterhalten hatten, dass sie mir das gerne nochmal sagen würde. Ich habe mich dazu jetzt erstmal nicht weiter geäußert. Ich meinte auch zu ihr, dass ich die Situation nicht kenne, dass ich da im Zweifel nur nochmal nachfragen könnte. Aber ja. Naja, da hat sie scheinbar einige Details ausgelassen. Vielleicht das, was sie mit Mr. Weiss zusammen in mein Café kam und dann anfing, mich dort zu beleidigen. Also sie schildert die Situation so, dass sie meinte, dass sie und Mr. Weiss sie wohl vorgeführt hätten. Na, wie soll ich sie denn vorführen, wenn sie hier einfach angeschleppt wird? Ich werde es ja wohl kaum mit Mr. Weiss ausgeheckt haben. Ja, das habe ich mir tatsächlich gedacht. Wie gesagt, hat sie dir aber auch nichts weiter zu gesagt. Das ist dann nicht tiefergehend drauf eingegangen. Und ich kannte, wie gesagt, die Situation nicht. Also ich wusste auch nicht, dass das mentally passiert ist. Naja. Jedenfalls dachte ich mir, nachdem das PD sie vorgeführt hat hier, rufe ich sie an und bitte um Verzeihung für die Unannehmlichkeiten. Und dann wollte ich ihr eigentlich noch die Hand reichen und ihr einen Kontakt zum Varieté ermöglichen. Nur hielt sie es für nötig, mich wieder am Telefon zu beleidigen. Ja, ich verstehe. Scheinbar hat diese Frau ihre eigenen Wahrheiten. Aber vielleicht ist ja im Unicorn an der Stange noch Platz für sie. Wissen Sie was? Sie können ihr ja ein Vorsprechen anbieten und sagen einfach nicht, wo es stattfindet, beziehungsweise wofür. Und dann laden Sie sie ein und dann soll sie ins Unicorn kommen. Ja, ich verstehe. Also, unter den Umständen. Ich weiß ehrlich auch gar nicht gesagt, was ich dazu sagen soll im Großen und Ganzen. Also, das ist schade um das Konzept, aber dann scheint sich diese Zusammenarbeit wohl erledigt zu haben. Ja. Sie sagen ein Konzept, ja. Ja, sie wollte hier im Start meinen Zombie-Film drehen. Ja, das weiß ich. Weil sie wollte mich dafür ebenfalls haben. Also soll sie sich dieses Projekt in ihren Arsch schieben, weil sie es mit Sicherheit nicht mit unserem Geld machen wird. Ja, ich verstehe. Äußerst unangenehm. Also für Miss Carino. Ja. Und natürlich möchte auch niemand aus dem Varieté oder Unicorn dran teilnehmen, an solch einem Schundfilm. Ja, ich verstehe. Gut, alles klar. Dann, vorerst noch einen angenehmen Abend. Gibt es sonst irgendwelche Neuigkeiten?
Varieté-interne Sachen, aber ansonsten nichts wirklich Relevantes oder Brisantes. Ja, alles klar. Gut, sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie die Dame vorgeladen haben. Also, möchten Sie nochmal ein Gespräch, oder? Nein, lassen Sie mich da erstmal aus dem Spiel. Aber anscheinend hatten Sie einen recht guten Draht zu ihr. Also, soll ich Sie einladen zu einem Vorsprechen? Und Ihnen dann einfach mitteilen, wann und wo das stattfinden soll. Ja, ganz genau. Nehme an, dann nicht mit dem Ensemble. Nein, nein. Sie können das ja als Freiberufliche mit ihr in Angriff nehmen und so weiter und so fort. Irgendwas werden Sie sich ja da einfallen lassen können. Ja, ich verstehe. Gut, dann werde ich mal sehen, was sich da machen lässt. Gut. Und wenn nicht, dann zum einfachen Austausch miteinander. Gut. Alles klar. Gut, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Werde ich tun. Ja, bis dann. Bis dann. Mr. Napier? Ja. Aiden hat mich gerade angerufen. Es sind Kühe auf dem Anwesen. Anscheinend sind die aus dem Stall drüben bei der Federange ausgebrochen oder so. Stehen wo bei den Garagen. Kühe. Sie, er sprach von Kühen. Gut, dann. Mr. Elias, Mr. William. Fahren Sie nach oben und helfen Mr. Jackson dabei, diese Kühe vom Land zu scheuchen, ja. Wird gemacht, Mr. Napier. Und am besten so, dass nicht nach einer Kuh dort erschossen wird. Okay, alles klar. Gut, dann habe ich meinen Termin. Was ist denn jetzt am Pegasus passiert? Hat man sie vorher noch aufgeklärt? No. Ist da was passiert? Ja, Mr. Napier. Ja, was war denn am Pegasus gewesen? Gar nichts. Also da war eine Mediweather-Streife, aber tatsächlich niemand vor Ort und auch die Streife ist kurz danach weggefahren, also. Ja, ich verstehe. Gut, alles klar. Dann bis gleich. Gut. Bis gleich. Kühe. Wie sind denn Kühe dorthin gekommen? Sie. Gute Frage. Ich hätte jetzt auch eher Pferde erwartet. Gut, wir müssen unbedingt mit McGill sprechen, was die Lieferung betrifft, bezüglich der Schranken und Zäune. Schranken? Okay, sie. Naja, sie sind schon seit längerer Zeit bestellt, aber eigentlich sollten sie im März schon angebracht werden. Sie. Das ist schon etwas her.
Also auf Venture steht nichts davon, dass irgendwo Brände sind und Kühe ausgebrochen oder derweitigen. Möchten Sie Miss Castellano anrufen oder soll ich Sie kontaktieren? Ja, Sie können sie die Tage ebenfalls versuchen zu erreichen. Bei mir geht sie gerade nicht dran. Okay, sie. Haben Sie auch Mr. Jägers Nummer? Ja. Aber ich rufe die Hotline an. Wer weiß. Nicht, dass sie nachher da alles durchgemischt haben oder so. Guten Abend. Ja, guten Abend, Miss Romero. Sagen Sie, Sie sind nicht zufälligerweise bei der Ranch gerade, ja? Nein, bin ich nicht. Nein. Gut, ja. Ich hörte nämlich, dass da Kühe rumlaufen würden. Was? Ich dachte, man hätte sie vielleicht verwechselt. Haben die Nachbarn das Grundstück wieder nutzbar gemacht? Das Grundstück daneben. Ja, da sind ja die Gatter und das Ganze. Ja, aber waren da nicht Pferde vorher gewesen? Ich weiß nicht, wofür die Stallungen zuletzt genutzt worden sind, aber warum sollte man die nicht auch für Kühe oder Rinder nutzen können? Stall ist ein Stall, oder nicht? Gut, alles klar. Ich habe Eadius und William hingeschickt, dass sie die da wegschaffen. Ja. Sie sind okay. Gerade im Unicorn, ja. Nein, nein, ich bin gerade auf der Beerdigung von der Dame, für die wir die Beerdigung bezahlt haben. Allerdings hat das anscheinend nicht geklappt. Die Beerdigung findet ohne sie statt. Miss Oakley, mit der habe ich mich gerade unterhalten, die erzählte mir, dass der Leichnam nicht rechtzeitig angekommen ist. Wie? Beziehungsweise noch gar nicht angekommen ist. Wo ist der Leichnam denn? Ja, anscheinend noch im Institut. Weiß ich nicht. Ja, wie kann das denn passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist denn die Beerdigung? In Rancho. Also, hier, wie heißt das? Chamberlain. Mit Mr. Ice habe ich gerade gesprochen. Der verabschiedet sich von der Zeit. Und hat neue Geschäftspartner vorgestellt. Ich verstehe. Wie bedauerlich. Ja, es gibt hier einiges gerade. Na, das ist natürlich ziemlich viel auf einmal heute. Ja, na sagen Sie was. Mr. Daniels hat versucht, Sie zu erreichen. Er ist in letzter Zeit nur bis 22 Uhr erreichbar. Ich soll Ihnen das ausrichten. Hä? Hat auch gefragt, ob er das sonst mit jemandem anderes besprechen könnte, wenn Sie nicht zusammenkommen, zeitentechnisch. Ja, Miss Milano. Gut, werde ich ihm ausrichten. Er hat wirklich angerufen. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bis später.
Ja, ich werde jetzt hier losfahren. Ich glaube, das löst sich gerade ein bisschen auf. Ja. Sie sind wo? Im Italy gerade. Gut, dann werde ich da nochmal rumkommen. Ich hätte noch eine andere Sache. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Den Namen ändern. Checke ich das irgendwann wieder. Rino Carino. Der Name ist voll lustig, Alter. Das ist doch nicht echt. Vanuxchen, vielen Dank für 8 Monate. Dankeschön, vielen Dank dafür. Die Ranger und das Esti sind jetzt dort. Die Ranger, ja. Sie und das Esti. Es ist rechtens, dass das Esti da ebenfalls ist. Also anscheinend waren die Kühe jetzt an der Straße und eine Dame auf einem Fahrrad, mit der hatten Max und William unten an der Straße wohl gesprochen, hatte die Kühe gesehen und hat dann die Ranger verständigt. Und die Ranger haben das Esti verständigt. Und da William und Max was dabei hatten, sind die beiden dann weitergefahren, als sie die Fahrzeuge gesehen haben von der Polizei. Und Aiden weiß aber Bescheid, dass da jetzt auch die Polizei in der Nähe ist. Aber wie er jetzt dafür mit verfährt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich konnte auch nicht mit ihm sprechen. Aber falls da irgendwelche Anstalten gemacht werden, warum auch immer, ist Mr. Donovan auf jeden Fall erreichbar. Gut, also. Also auf unserem Anwesen ist nichts mehr, ja. Das kann ich nicht genau sagen, wo die jetzt da sind. Aber es waren auf jeden Fall Viehzeug da, sie. Achso, sie waren zuerst auf der Straße. Und dann auf dem Anwesen, ja. Das kann ich nicht genau sagen. Also Aiden sagte, sie waren bei der Garage. Wann und wo genau die Dame, die dann gesehen hat, dass sie dann das Ranger, State Park Ranger verständigt hat, das ist jetzt schwer zu sagen. Aber die Dame hat man ebenfalls gesehen, ja. Die hatten Max und William getroffen, sie, aber Aiden nicht. Der war im Haus. Das war mein letzter Stand. Ja, ich verstehe. Also ich denke mal, Aiden wird sich jetzt einfach im Haus aufhalten und warten, bis die Ranger da ihren Ding nachgegangen sind. Ja, ich verstehe. Ja, guten Abend. Hey, William. Einen wunderschönen Herr Napier. Ja, guten Abend, Mr. Broke, ja. So, jetzt nochmal zum Thema. Ich hatte gerade einen Einsatznotfall. Also, was war jetzt da das Thema? Ja, aber Sie sind kein Ranger, oder? Doch. Das heißt, Sie... Wo sind Sie gerade? Hatten Sie ein Kuhproblem? Nee, das beseitigen wir jetzt. Aber nähere Auskunft kann ich Ihnen das auch nicht geben. Ja, ich verstehe. Gut. Mhm. Naja, in dem Vertrag... mein Anwalt sagte mir, es sind eventuell Altverträge. Mhm. Diese wären nicht mehr gültig. Es stände drin, dass man, wenn es ein Problem geben würde... Sagen wir mal, jemand zahlt ihnen das Geld und bekommt das Auto nicht, dann dürfe man nicht rechtliche Schritte einleiten. Man müsste vor ein Schiedsgericht, welches sie bestimmen würden. Okay, habe ich so mit. Ich schreibe mir das auf eine Liste, werde ich mich morgen drum kümmern und werde dementsprechend schauen, dass ich einen neuen Vertrag aufsetze. Werde ich mich mit dem Kaso zusammensetzen. Ja, alles klar. Das tut mir dann so leid. Ja, gar kein Problem. Die müssten auch schon Bescheid wissen. Die haben das ebenfalls als kein Problem gesehen. Das war mir so bisher nämlich noch nicht bekannt, dass sowas tatsächlich problematisch ist. Ich setze mich damit auseinander. Alles klar. Gut, dann haben Sie vielen Dank dafür. Kein Problem. Sobald ich einen neuen Vertrag habe, werde ich den Ihnen rüberkommen lassen. Hervorragend. Gut, dann vorerst noch lange. Angenehmen Abend noch. Ciao, ciao. Mr. Brooke ist auch ein...
Ranger anscheinend. Interessant. Gut, alles klar. Miss Romero wollte herkommen. Sie hat noch irgendwas, was sie berichten wollte. Kommen Sie mit nach unten. Wussten Sie, dass heute diese Ghetto-Beerdigung war? No, welche Beerdigung? Naja, von dieser Dame, die zu Mr. Ice gehörte. So wie er erzählte, wurde ihr von der Grove Street, zumindest von diesem Mr. Cracky, der Schädel eingeschlagen. Oh. Er prügelte sie zu Boden und danach hat er ihren Kopf anscheinend mit dem Bordstein bearbeitet. Anscheinend wird auch Mr. Ice erstmal eine Zeit lang sich zurückziehen. War es eine Dame, die dem angehörte, oder stand sie ihm näher? Sowohl als auch, wenn ich das so rausgehört habe. Zumindest freundschaftlich. Könnte sogar sein. Er sagte sowas, dass es seine Schwester gewesen ist, aber vielleicht war das auch so ein Gang-Ding. Ich hatte die doch auch als Nummer hier, oder nicht? Die beiden Mitarbeiter vom Italy, Mr. Blake und Miss Dunn, die arbeiten auch bei Green Planet, wollen da aber wohl kündigen und überlegen, sich bei NSR zu bewerben. Ja, interessant. Hier arbeiten sie auch noch, ja. Sie. Schon länger sehe ich. Ich glaube, die beiden sind gerade am häufigsten hier und sorgen dafür, dass der Laden geöffnet ist. Also, fleißige Mitarbeiter. Sie, durchaus. Sie wollen wohl bei Green Planet kündigen, weil sie da nicht genug arbeiten können.
mehr Zeit hätten. Wir suchen gerade sowieso bei LSR Mitarbeiter. Namen. Ja, guten Abend. Die Signori sind auf dem Weg wieder hier zum Italiener her. Gut, perfekt. Das heißt, es wurde geklärt soweit, ja. Sieh, ich denke, wir kriegen gleich eine Aufklärung, was da passiert ist. Gut. Sie sagten, Sie hätten noch was, ja. Nur eine Kleinigkeit. Wussten Sie, dass das Weasel News mittlerweile eigenständig ist und losgelöst wurde und keine staatliche Förderung mehr bekommt, weil die dort jemandem auf die Füße getrampelt sind? Wie? Nochmal genauer jetzt. Weasel News war sonst immer teils oder wenn nicht voll staatlich finanziert. Ja, sie waren Teil von dieser Group gewesen, oder nicht? Prometheus, ja gut. Aber die gesamte Group wurde fallen gelassen, weil sie zu vielen Leuten auf die Füße getreten sind. Pressefreiheit wurde dort nicht so groß geschrieben und ihnen wurde gesagt, sie haben sich an gewisse Dinge zu halten, gerade bei der Berichterstattung bezüglich Dynasty. Nachdem man aber Nein, Danke gesagt hat seitens Weasel News, hat man die Finanzierung eingestellt. Das heißt, aktuell suchen die Leute von Weasel News Möglichkeiten, das zu finanzieren, dass das Blatt weiter am Leben bleiben kann. Die ganze Institution. Also die Mediengruppe. Ich habe mal nachgefragt, was dafür notwendig wäre. Da flogen eine grobe Zahl von, um die Mitarbeiter zu finanzieren, so monatlich um die 20.000, also wöchentlich um die 5.000 Dollar. Rein theoretisch sollte da Interesse bestehen, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen oder wie auch immer, wäre das eine gute Gelegenheit, denn bis Mai sind sie noch finanziert und danach sind sie komplett losgelöst und müssen selber schauen, wo sie bleiben. Ja, interessant. Und das Ganze läuft unter Mr. Riggs weiter, ja. Nein, Mr. Riggs ist doch ein Teil des Observers. Stimmt. Die pflegen eine... Wie heißt der andere nochmals? Der Mann von dieser Tänzerin, ja. Nein, auch nicht. Es ist immer noch der... Nein, also sie ist Co-CEO und CEO ist weiter der alte... Wie auch immer er hieß, ich muss eben nachschauen. Hä? Und okay. Martin Davis. Will ich hier stehen, als hätte ich hier Kaffee umsonst. Ja. Lassen Sie uns einmal nach oben gehen. Gut, allerdings, naja. Das Ganze hat sich ein wenig zerstritten wegen der Pressefreiheit, ja. Das heißt, selbst wenn man den ein wenig
Geld zuschustert, werden sie sich wahrscheinlich schwer tun, sich auf gewisse Berichte zu stürzen, oder? Ja, das muss man sehen. Da weiß ich nicht genau. Also grundsätzlich ging es darum, dass die berichten wollten darüber, dass Leute, die frisch zugezogen sind oder obdachlos sind, keine Wohnung haben und eine Wohnung suchen, schwer an Wohnung rankommen, weil die Dynasty da das nicht so gut hinbekommt und die lokalen Immobilienunternehmen, die hier ansässig sind, sich genauso schwer tun damit. Das heißt, es gibt keinen auf dem Wohnungsmarkt nichts, was da helfen würde. Und die Berichterstattung ist aufgestoßen. Es gab Beschwerden. Die Beschwerden haben dazu geführt, dass man Weasel News dorthin zitierte. Zum, wie heißt dieses Amt? Nicht Casa, sondern Mofa. Und dort wurde denen gesagt, sie haben sich an gewisse Richtlinien zu halten und die Berichte so zu schreiben, wie es genehm wäre. Was? Und Weasel News hat sich daraufhin dann dafür entschieden, sich loszulösen und sich selbst zu finanzieren. Demnach sind sie jetzt gerade in einer ungewohnten Situation, dass sie eben selber Einnahmen generieren müssen. Ja, ich verstehe. Wie viele Mitarbeiter sind es denn? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich habe jetzt erstmal nur ganz grob die Details abgefragt und wollte Ihnen das mitteilen, falls da in irgendeiner Form Interesse besteht, Einfluss zu nehmen. Alles Weitere könnte man dann eben noch in Erfahrung bringen. Zudem wird wahrscheinlich eine Trennung erfolgen zwischen Weasel News und Venture. Damals war es gewünscht seitens des DOA bzw. CASA, dass die sich zusammentun. Jetzt möchte man die beiden wieder auseinanderreißen. Wobei mir gegenüber erwähnt wurde, dass das gar nicht so leicht ist, wie man denkt. Das sind ein paar auf jeden Fall. Okay. 5 Riesen gar nicht so. Da wird in nächster Zeit einiges passieren, was natürlich auch interessant ist in Sachen Venture Tube. Diese ganzen Geschichten. Haben die denn einen angemessenen Anwalt eventuell? Kann ich Ihnen nicht beantworten, die Frage. Weiß ich nicht. Grundsätzlich sind die jetzt selber erstmal am Rotieren. Soweit ich weiß, fangen die ab dem 1.5. an, dieses Programm mit dem Eventkalender kostenpflichtig zu machen. Das war zuvor kostenfrei. Dadurch kommen ein Teil Einnahmen. Und auch so versucht man jetzt Finanzierungswege zu finden. Die, die sich beschwert haben, das war die Pacific Standard Group. Anscheinend gehört die Dynasty mit zu dieser Gruppe, Firmengruppe, zu der auch die Bank gehört. Ja, selbstverständlich gehört sie dazu. Und dieser Eventplan, ist er denn so begehrt dahingehend, oder? Wenn die mir hier Werbung können, die schalten. Ja, die werden jetzt jeden Strohhalm ergreifen, um sich selbst zu finanzieren. Das ist alt. Die haben die Verstaatlichung aufgegeben und somit spielen sie jetzt nach den Spielregeln jedes anderen Unternehmens. Für die neu. Ja. Bedeutet das auch, dass sie von der Venture-App verschwinden? Kann ich
Das sind Details, die ich, muss man dann in Erfahrung bringen. Naja. 5.000 die Woche. Wenn ich hier gerade so durchzähle, zähle ich ungefähr 6 Mitarbeiter. Vielleicht noch die CEOs dazu. Ah, hier sind auch noch welche. Kommt natürlich darauf an, wie viele von denen auch frei sind, nicht wahr? Oder sind es nur feste Reporter, die hier Berichte erstatten? Nehmen wir an, dass es die Festen sind. Also sie erwähnte, dass wenn sie nicht so viel tun würde, dieses Unternehmen wahrscheinlich schon lange nicht mehr in der Form existieren würde. 20 Riesen im Monat. Das war jetzt die grobe Schätzung auf eine sehr... Ich habe die Frage einfach mal Interesse in den Raum geworfen, was die denn jetzt so aufbringen müssen, um sich zu finanzieren. Und sie sagte, wenn ich denn so an das Personal denke, das wir aktuell finanzieren müssen, würde sie jetzt schätzen, 20.000 im Monat. Wie soll denn... Naja, das Problem dahingehend ist, glaube ich, dass es keine... Wie war das nochmal? Private Investments darf es ebenfalls nicht geben, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Das wird sich wahrscheinlich damit geändert haben, dass sie jetzt nicht mehr staatlich sind. Mr. Elias, wie ist denn da die Gesetzeslage aktuell? Aktuell, seitdem die Gesetze neu geschrieben wurden, wegen Operation Black und der ganzen Sache, muss ich gestehen, weiß ich das noch nicht, muss ich mich informieren. Davor war es so, dass man keine Investments tätigen konnte. Man durfte nur das Geld verschenken, ohne es dann ja, zurückzubekommen oder zurückzuverlangen. So wie Privatpersonen auch Firma. Also man könnte als beides Geld an eine andere dritte Partei, eine andere Firma schenken. Ja, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht bespreche ich das auch mal mit Mr. Donovan. Aber im Großen und Ganzen irgendwo Geld reinstecken. Ohne Sicherheit. Und ohne das, was sich refinanziert. Wir machten sowas. Da müssten die schon wirklich nach der Pfeife tanzen. Ja, sehe ich auch so. Aber letztendlich war es ja trotzdem eine Sache, die uns interessieren könnte. Deswegen habe ich das mal so in den Raum geschmissen, bevor die Information versickert. Ja, naja, die Info ist sehr gut. Wir müssen uns da Gedanken machen. Ja. Es ist ja alles nicht mehr so einfach heutzutage. Was wollten Sie sagen? Wo wir gerade dabei sind, ich würde ganz gerne 2 Telefonnummern mitteilen. Das sind Ansprechpartner von DVC. Ich war eben gerade bei einer Beerdigungsfeier in Chamberlain.
Mr. Ice hat sich erstmal für eine Weile verabschiedet. Der muss seine Großmutter, der muss sich da kümmern, die ist sehr krank. Er hat mir jetzt zwei Ansprechpartner an die Hand gegeben, für den Fall, dass er nicht erreichbar ist. Das eine, er sagte, ist wie seine Schwester, nennt sich Sky. Und soll auch die erste Ansprechperson sein, wenn es um Geschäfte geht. Telefonnummer 748-385. Wie ist der Name? Sky. Ja, nochmal die Nummer. 748-385. Und er ist der Fürsprecher jetzt, ja. Sie wäre, das ist nur sie. Sie ist die erste Ansprechpartnerin neben jemandem, der sich nennt Chopper. C-H-O-P-P-A. Mit der Telefonnummer 781-188. Mit 741188. Ja. Also sie scheint mir, so sagt er, das ein Händchen fürs Geschäftliche zu haben. Und eher die Vernünftigere zu sein. Und er scheint eher der Mann fürs Grobe zu sein. Wenn ich das richtig rausgehört habe. Wir haben bei denen halt noch einiges an Aufträgen auf, deswegen bin ich sicher gegangen, dass die Bescheid wissen, dass die Beerdigungskosten von uns getragen worden sind, beziehungsweise die Einäscherung, und demnach wird das auch weitergeleitet, dass da noch was aussteht uns gegenüber. Gut, alles klar. Hatten Sie sonst noch etwas? Das waren jetzt gerade Dinge, die erstmal wichtig waren. Ansonsten. Gut. Wie lief es jetzt mit den Kühen ab? Also von meiner Seite aus, das Einzige, was ich berichten kann, ist, ich war beim Anwesen und habe lautes Huhn gehört und habe aus dem Fenster geschaut und dann sind wir auf dem Anwesen halt umgetrampelt auf dem Rasen und so. Und dann habe ich Bescheid gegeben. Und ab dann können wahrscheinlich Max und William mehr berichten. Genau, wir sind zu dem Anwesen gefahren. Bevor wir drauf gefahren sind, haben wir vor uns ein kleines Licht gesehen. Sind wir erstmal vorbei und bemerkt, dass da eine Dame auf einem Fahrrad vor dem Anwesen steht, also nördliche Seite der Straße. Sind dann zu ihr hingefahren, gefragt, ob man ihr helfen kann, und die hatte anscheinend Angst, dass die Kühe, die sie gerade gesehen hat, die von der Straße halt irgendwie dann ja rammen würden oder ähnliches attackieren. Ich weiß nicht. Als wir das Gespräch geführt haben, kam zeitgleich hinter uns das Esti, und weil wir mitten auf der Straße waren, haben die anscheinend dann auch
die Lichter angemacht. Wir sind nach vorne gefahren und erstmal kurz gewartet, damit es nicht zu suspekt ist, einfach wegzufahren. Wir haben dann mit der Dame gesprochen, dann sind wir weg und haben, ja, während all das passiert ist, habe ich mit Aiden gesprochen und William hat mit Rosa telefoniert. Wie hieß die Dame denn? Können wir leider nicht in Erfahrung bringen. Das ist, die kam sehr schnell eigentlich. Ja, ich verstehe. Gut. Auf dem Anwesen waren die aber nicht gewesen, ja. Also wir zwei haben davon nichts gesehen. Aiden? Nee, also die Kühe, sonst niemand. Gut. Damit sie alle Bescheid wissen. Neulich gab es einen Vorfall. Ein paar von ihnen haben es mitbekommen. Mr. Weiss hat eine Dame hier ins Atelier geschleppt. In einem Brautkleid. Und sie vorgeführt. Es ist anscheinend eine Schauspielerin, welche einen Zombie-Film drehen möchte. Ihr Name ist Rino Carino. Ich vermute mal einen Künstlername. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Kontakte haben, prüfen Sie nach, wie Ihr Name wirklich ist. Die Dame war schon hier vor Ort leicht unverschämt gewesen. Da sie allerdings vorgeführt wurde, vom PD und hier, unwissentlich in eine Bredouille gebracht wurde, habe ich sie angerufen und wollte nachhorchen, aber sie sich davon erholt hat. Und ob man nicht nach dem ganzen Theater nicht die Möglichkeit fürs Weinwood-Varieté geben könnte. Nur bedauerlich war diese kleine Göre wieder frech geworden. Weshalb ich ihr gesagt habe, dass sie hier in dieser Stadt keine Zukunft mehr haben wird. Als Darstellerin. Ich habe Mr. Westbrook gerade unterrichtet davon. Und er weiß ebenfalls Bescheid. Er wird sich nochmals mit ihr treffen oder versuchen, ein Treffen zu arrangieren. Sollte dies zustande kommen, dann sollte man dieser Frau ein paar Manieren beibringen. Wenn ich da bin, dann sagen sie mir Bescheid. Gute. Ihre Nummer ist 972-171. Gut. Nach dem Gespräch mit ihr heute hat sie auch Mr. Westbrook angerufen. Anscheinend hatten die beiden schon Kontakt durch das Unicorn und eine Darstellung dort. Sie fragte nach, ob ich dort arbeiten würde im Varieté. Und hat ihm daraufhin gesagt, dass von ihrer Seite aus keine Kooperation zustande kommen würde.
Ich hätte da wohl irgendwas angedacht mit ihrem beschissenen Fell. Gut. Gibt es gerade sonst irgendwas, was besprochen werden muss? Ich vermute, Sie wurden gestern aufgeklärt, was organisiert wurde. Nein. Ich weiß es nicht, wovon Sie sprechen. Es wurden ein paar Schritte eingeleitet und ein paar Sachen organisiert wegen der Miss Reyes. Ach so. Ja, da bin ich vollkommen unterrichtet drüber. Gut. Dahingehend kann ich Ihnen sagen, Mr. Broke von Pegasus. Ich habe ja mit geschäftlich mit ihm aktuell zu tun. Es gibt da ein Problem mit dem Vertrag bezüglich eines Wagens, was er verkaufen wollte. Scheint haben die irgendwelche Verträge aus dem Mittelalter mit Schiedsgerichten und so weiter und so fort. Jedenfalls stellte sich heraus, dass der Mann bei den Rangern ist. Ich hab's mit C, glaube ich, geschrieben. Fällt gerade ein. Damit Sie da Bescheid wissen. Haben Sie alle die Nummer von dem Mann? No. Ich nicht. Nein, auch nicht. Sie ist 778-764. Gut. Rogue war der Name, richtig? Ja, ganz genau. 778-674? Ja. 778-764. Gut. Justin Broke. Damit Sie da Bescheid wissen. Gut. Gut, alles klar.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, ja. Würden Sie mich noch kurz zur Bank begleiten? Ja. Oder auch morgen? Mr. Jackson, sind Sie noch verfügbar gleich? Ich bin noch ein wenig unterwegs, ja. Gut, dann rufe ich Sie gleich an. Okay. Ach so. Miss Milano, Miss Romero hat mir gerade gesagt, dass Mr. Daniels sich bei ihr gemeldet hat. Er ist aktuell nur bis 10 Uhr immer erreichbar. Das heißt, sollte er mich nicht erwischen, wird er Sie anrufen, ja? Sie, dann melde ich mich mal bei ihm. Gut, alles klar. Dann lassen Sie uns eben zur Bank fahren. Buonanotte. Guten Abend. Ja, bis dann. Miss Oakley fragte mich nach einer Doppelhochzeit, ob ich wüsste, wer ein zweites Pärchen sein sollte. Ob ich das wäre. Ja, und Sie möchten jetzt wissen, ob Sie sind, ja. Um Gottes Willen, das weiß ich wohl, dass ich das nicht bin. Fahren Sie danach wieder hierher, ansonsten fahre ich direkt mit meinem eigenen Auto. Oh, ja. Hat Mr. Malone es nicht klargestellt bei Miss Oakley? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, die zu dritt im Private Dance Bereich. Ich mische mich da nicht weiter ein, geht mich auch nichts an. Ja, wie geht es Ihnen denn? Ganz okay. Wie verlief das Treffen mit Mr. Wirtz? Anders als erwartet. Anders als erwartet, sagen Sie. Ja, in der Tat. Warum? Ach so, die Tänzerin hatte ihn übrigens ausgehorcht beim letzten Mal. Hab ich noch gar nicht von erzählt. Aber erstmal das.
Ahmad. Was? Ein etwas kleinerer Betrag. Er ist von der Veranstaltung von den 20%. Ja, solche Kleinigkeiten jetzt müssen Sie mir nicht überreichen. Der Vollständigkeit halber. Und das ist von den letzten zwei Malen. Mayhems. Ich war auch heute da und habe die neue Bestellung aufgenommen. Ja, ausgezeichnet. Gut. Allerdings die 3300 von der Beerdigung bzw. dem Amissa-Eis, das wäre noch ausstehend. Aber ich bin zurzeit finanziell gut aufgestellt. Also. Ansonsten wäre jetzt aktuell nichts weiter. Das war's finanziell. Wie genau meinen Sie das? Wie meine ich das? Das, was Sie gerade gesagt haben. Dass wir hier am Geldautomaten soweit fertig sind. Ja, kommen Sie. Die Sache mit Mr. Ice, die Sie gerade sagten. Ach, da ist ja die Beerdigungskosten. Einäscherung. Ich nehme an, das Ganze haben Sie bei Mr. Boros gemacht, ja. Ja, genau. Übrigens ist Mr. Boros aktuell damit beauftragt, herauszufinden, wer da bei Ihnen am Anwesen diesen großen Auftritt hingelegt hat. Mr. SD76. Damit Sie dann da auch einen Namen haben irgendwann. Ja. Yeah. Ja, wissen Sie was? Fahren Sie mich zum Anwesen doch. Ja. Nicht, dass wir nachher wegen den Gärtnern die... Ach, wegen den Kühen die Gärtner kommen lassen müssen. Wegen den Gärtnern die Kühe kommen lassen. Mich eh schon immer gewundert, dass die das nicht nutzen für irgendein Vieh. Das liegt so brach, das Land, dass wir das auch genauso gut günstig schießen könnten eigentlich. Wird eh nicht bewirtschaftet. Vielleicht war das auch einfach nur Alibi, weil irgendjemand an die herangetreten ist bezüglich des Kaufs oder so und um jetzt zu tun. Also wir sind als Erstkäufer vorgemerkt. Das heißt, kommt ein Angebot dort rein. Müssen Sie uns eigentlich kontaktieren? Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit nicht bewirtschaftetem Land, aber grundsätzlich ist das, sind die Behörden hier ja empfindlich, was das angeht. Von daher, vielleicht haben Sie alibimäßig da ein paar Rinder angeholt. Wer weiß.
gut soweit. Ja, warum? Ja. Weil sie so beschissen fahren. Na, ja, gedanklich gerade abgelenkt gewesen. Ich habe noch nach Kühen Ausschau gehalten. Soll der Wagen hier oben bleiben oder wieder runter? Ja, Sie können ihn schon mal einparken. Ja. Sagt der Richtige. Mr. Daniels hat einen wirklich schönen Wagen. Als der Wert liegt bei über 200.000. Ich glaube, 270 waren das. Oder 240. Alter, ich verstehe nicht. Ich sag Ihnen, dass er mir gefällt. Wissen Sie, was seine Antwort war? Wovon? Dass Sie den wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen könnten. Sie haben Eindruck hinterlassen bei ihm. Er sagte, wer für das Alimonia so viel Geld auf einen Haufen einfach so problemlos auf den Tisch legt, der kann ihn auch so ein Auto problemlos finanzieren. Naja. Vielleicht ist man auch einfach nicht knauserig. Ja, das war bei dem Auto sicherlich auch nicht. Naja. Es ist ein Fahrzeug, nicht wahr? Es bringt sie von A nach B. Ja, dann sagen Sie was. Wissen Sie, was ein Fahrzeug ist? Etwas, was Eindruck macht. Hm. Ein Burrito. Ein Lieferwagen. Wissen Sie, dass ich den, wie heißt der jetzt? Ich wollte vor kurzem noch einen Wagen für uns holen, den wir gebraucht hätten. Und das steht auch noch bei mir auf der Liste. $9.000 wird er kosten. Aber ich sag Ihnen, das ist eine Investition, die wird sich lohnen. Wie viel soll er kosten? 9.000. Es ist auch... Es geht in die Richtung Morito. Einen Moment, ich räume das eben weg. Hieß... Ja, guten Abend. Ein wunderschöner Herr Napier, ich bin's nochmal. Hätten Sie zufällig den Anwalt oder die Anwaltskanzlei, damit ich mich mit denen auseinandersetzen kann, weil das Casa ist gerade aktuell nicht mehr erreichbar? Ja, selbstverständlich. Es ist Mr. Donovan. Mhm. Ich glaube, die heißen Liberty Law. Liberty Law. Richtig? Ja. Yeah. Perfekt. Weiß ich Bescheid. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Ja, wie gesagt, ich werde mich darum kümmern, dass das Problem aus der Welt geschafft wird. Das war mir bisher noch nicht gewusst. Ja, dann einen angenehmen Namen noch. Ja, ebenfalls. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Yoga Classic.
weiß ich nicht, ob sie den schon mal gesehen haben oder ob sie sowas auf ihrem Handy haben. Nein. Und sie sagen, es ist ein... Es ist wie ein Burrito, ja. Ähnlich, ja, nur dass die Seitentür aufgeht. Was ich praktischer finde. Wir haben ja so manche Situationen gehabt, wo das einfach angenehm gewesen wäre, wenn wir uns jemanden geholt haben oder so, wenn wir das einfach über die Seitentür hätten machen können. Ja, ich verstehe. Ja, hervorragend. Ist er denn auch schnell? Weiß ich nicht. Spielt das eine Rolle bei so einem Transporter? Also wegkommen tun wir mit keinem Transporter. Letztendlich alles, was sie machen können, ist die Tür aufschieben und zusehen, dass es möglichst wenig Überlebende gibt oder einer eben mit reinkommt. Reinziehen und dann weiterfahren. Naja, ich hatte noch nie ein Problem mit einem Burrito davon zu kommen. Was fährt der? Naja, Geschwindigkeit macht nicht viel aus. Es ist der Fahrer, nicht wahr? Ja, dann müssen Sie ein sehr guter Fahrer sein. Der Beste. Besser als ich allemal. Das einzige Mal, wo ich mich erinnere, wo ich in so einer Situation war, war, als ich vor den Cops weggefahren bin mit dem Bike. Und das, was mir entgegenkam, war eine Hauswand. Wie sieht es denn grundsätzlich bei Ihnen allen aus? Sind Sie weitestgehend fit, wenn Sie irgendwelche Dinge vor sich haben? Naja, also grundsätzlich, glaube ich, habe ich die letzten Sachen, die wir gemacht haben, waren immer zu Ihrer Zufriedenheit. Ich glaube, die letzten 4, 5 Geschichten liefen alle reibungslos und wurden ohne Probleme auch geplant. Oder hatten Sie da Mängel, irgendwas auszusetzen? Naja, also die letzte Geschichte, an die ich mich entsinnen kann, ist der Vorfall dort beim Event gewesen, nicht wahr? Wo 3 von uns verletzt wurden. 2 davon in eine Falle getappt. Ach, die Situation, ja gut. Da hatte ich jetzt nichts mit zu tun. Zum einen, zum anderen war das ja keine geplante... Ich dachte, Sie meinen jetzt, wenn das von uns ausgeht, so eine richtig geplante Sache. Ja, hier und da wird immer Verbesserungsbedarf sein, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass alle fit sind. Also ich hatte zumindest bisher keine Probleme mit den Leuten. Gut. Sprechen Sie nochmals mit Mr. Jackson bezüglich dieses Fahrzeuges. Ob Sie alle eine gemeinsame Verwendung dafür haben, ja? Ja, ich sprach das schon an bei Ihnen, dass ich vorhab, das zu tun. Ja, gut, okay, ausgezeichnet. Das heißt also, er hat dafür Verwendung, ja. Ob er dafür... Ich weiß nicht, das war ja eine Sache, die ich jetzt bezahlt hätte und da hatte ich jetzt gar nicht so nachgefragt, ob er dafür Verwendung hat. Ich hatte das für mich entschieden, dass wir Verwendung dafür haben. Ich kann ihn aber auch nochmal fragen, ob wir Verwendung dafür haben. Allerdings weiß ich, wie oft wir die Mule brauchten und irgendwelche Transporter, wo wir irgendwo... uns ein bisschen bedeckt halten wollten und das nie hatten.
Das heißt, ich kann ja selber auch eins und eins zusammenzählen. Aber ich kann ihn trotzdem sicherheitshalber natürlich nochmal fragen, ob er Verwendung hat. Naja, machen Sie es, bevor Sie nach neuen Riesen ausgeben und Sie irgendwelche Dinger planen, wo es nie irgendwie nachher verwendet wird für. Ja, kann ich machen. Weil, wenn rauskommt, dass wir einen größeren davon brauchen, ich glaube, Winters Wäsche hat so ein Riesending von 50 Riesen. Dann ach so, diese, ja. Und zusammensetzen und drüber sprechen halt. Ja gut, das war natürlich jetzt ein bisschen mit eingepreist, dass der eben relativ günstig zu haben ist. Wenn da Bedarf ist für so eine große Sache noch dazu, dann kann sein. Also ich wäre jetzt der Meinung, erstmal überhaupt was zu haben wäre gut. Wenn wir doch mal irgendwo auf einem Parkplatz stehen oder so. Ja. Ich will, dass Sie das mit dem operativen Leiter absprechen. Ja, natürlich. Das habe ich so verstanden. Und auch schon zugesagt. Das mache ich auf jeden Fall. Gut. An sich ist nichts verkehrt daran, mitzudenken. Aber denken Sie dran, dass da dennoch Absprachen gewahrt werden müssen. Daran soll es nicht scheitern. Gut, das Unicorn hat das morgen offen. Ja, das. Welches Thema? Haben Sie unseren schönen Flyer noch nicht gesehen? Bisher nicht, nein. Naughty Nurses. Was? Krankenschwester. Ist direkt vorne auf der Startseite schon. Venture hat ganze Arbeit geleistet. Ja, ich verstehe. Hervorragend. Gut, ich werde es mir morgen anschauen. Gibt es irgendwas, was man beachten sollte? Naja, grundsätzlich wurde das ganze Unicorn in ein Krankenhaus verwandelt, soweit wir das konnten. Stillgehalten. Und die Behandlungen können morgen stattfinden. Gibt es Behandlungstische? Ja, es gibt auch einen Behandlungstisch. Naja, mehr eine Krankenliege. Irgendwelche Gerätschaften dazu? Ja, auch Gerätschaften. So. Geräte, wo ihre Herzschläge aufgezeichnet werden. Also, keine Sägen oder Skalpell. Naja, die haben die Tänzerin dann, wenn dann bei sich. Die liegen jetzt nicht offen rum, nein. Aber wir haben wieder eine Performance. Gut. Naja, vielleicht ist ja diese Dame morgen ebenfalls dort. Ja, wer weiß. Sie können ja schon mal schauen, dass die Orga da einen Blick drauf wirft, ob sie
da vielleicht rumgeistert. Ja. Werde ich den ausrichten. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen. Angenehme Nachtruhe. Ebenfalls. Ja, NP? Ja, ich bin gerade beim Anwesen und schaue mir an, ob die Kühe irgendwas beschädigt haben. Sie müssten nur hier hochkommen und mir zeigen, wo die rumgegeistert sind. Ja klar, kann ich machen. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Leute, wieso ist das so warm? Warte, ich muss mal meinen Pullover ausziehen. Boah. Junge, 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 Junge. Echt? Ich bin am Glühen hier, ey. Mann. Aber ich habe auch hier in der Bude alles auf 21 Grad gestellt. Also ich habe immer 21 Grad in der Bude. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass das gut ist.
Das wäre die perfekte Raumtemperatur. Hier ist echt viel Platz eigentlich, ne? Also hier hinten waren die nicht. Ja, yeah. Zeigen Sie es mir. Ich bin gerade schon dran vorbeigelaufen, ist ein bisschen der Rasenblatt getrampelt. Dann haben wir den Büschen gefressen. Also hier in den Garagen waren sie zwar, aber hier sieht's. Hier würde ich jetzt nichts erkennen. Bei ihr hat sich eben da vorne das Theater abgespielt. Also es war hier vorne gewesen, ja. Ja. Also hier, also weiter als die Garagen sind sie nicht, sind dann umgekehrt. Sie haben sich hier auf der Wiese hier und an den Büschen aufgehalten. Hier sieht man es ja auch noch leicht. Ja. Weiß man denn, wessen Kühe das waren? Kann Ihnen das nicht sein. Das heißt, Mr. Donovan könnte theoretisch die Ranger benachrichtigen, dass da eine Klage im Raum steht, ja. Wegen Sachbeschädigung. Ja, die Frage, ob man das will. Ich weiß nicht, was jetzt aktuell der Stand ist, aber will man das denn jetzt schon preisgeben? Naja, also die Sache ist die, wenn das Ganze so verläuft, dass Mr. Donovan nur in Erscheinung tritt, dann ist es eine Geschichte. Die Frage ist halt nur, wenn sie von hier kam, und es gibt einen Besitzer. Dann müssten wir nicht den Weg über Dynasty gehen, das Grundstück zu erweitern. Hm. Es könnte gut sein, dass sie einfach von da hinten kamen. Ich habe jetzt nicht gesehen, aus welcher Richtung die kamen. Als ich die bemerkt hatte, waren sie schon auf dem Gelände. Aber hier wäre es uns ja aufgefallen, wenn hier Kühe wären. Sie können nur hier von irgendeinem Bauern. Aus dem Norden. Ja, vielleicht irgendwie aus der Richtung oder so. Aus der Stadt sicherlich nicht. Da ist ziemlich viel Land in der Richtung, bevor da wieder irgendwas kommt. Haben Sie noch mal was von Mr. Silas gehört? Bei mir hat sich keiner gemeldet von denen, ne? Bei Ihnen? Bisher nicht, nein. Was hatte ich heute noch auf dem Schirm? Ich habe jetzt aber auch nicht versucht, irgendjemanden zu erreichen seitdem.
Ja, ich verstehe. Wie haben Sie die Situation bis dato verarbeitet? Wie genau meinen Sie mit verarbeitet? Also, wie ich damit umgehe, meinen Sie, ja? Ja, naja, Sie waren verärgert, nicht wahr? Ja, bin ich immer noch. Ich denke nicht, dass es ein großartiges Geheimnis ist, was ich am liebsten tun würde, aber ich verstehe, warum das falsch ist. Ich halte mich auch daran. Ja, erklären Sie gerne. Ich kenne die Herrschaft schon ewig. So wirklich ewig. Dadurch habe ich gedacht, dass ich ihnen vertrauen kann. Dass zwar Fehler passiert sind, aber die nicht unbedingt mit Absicht, sondern eher, weil das versoffene Vollidioten sind, passiert sind. Deswegen habe ich ja meinen Kopf hingehalten dafür. Einen Namen dafür benutzt. Und dann, weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis dann der nächste Schwachsinn kam. Es waren ja nicht mal, war ja nicht mal ein Monat. So lange hat das Ganze gehalten. So viel Wert haben die meiner Meinung nach darauf gelegt, dass ich als jemand, der sie schon lange kennt, seinen Kopf dafür hingehalten habe. Fühlt sich ein bisschen an wie Verrat, aber es ist nur so halb, aber ich fühle mich auf jeden Fall verarscht. Ja, ich verstehe. Dann habe ich mich jetzt halt gefragt, ich habe auch nicht wirklich gut geschlafen letzte Nacht, weil ich mich wirklich gefragt habe. Ich habe einfach alles in Frage gestellt. In die Richtung. Ich weiß nicht, was ich da noch glauben kann, was nicht, was. Wie kann man sich jetzt darauf verlassen, auf was die sagen und auf was nicht? Ich stelle zurzeit einfach alles in Frage, in die Richtung. Oh, ein Geist. Im Prinzip haben die immer alles gemacht, was man ihnen gesagt hat.
man ja im Prinzip zuverlässig für bestimmte Sachen. Irgendwelche Dienste sind, oder wenn man die mal für irgendwas engagiert hat, haben die das ja immer ohne Mucken gelöst, aber nur wenn ich das ein bisschen angeleitet habe. Es waren immer diese so Kleinigkeiten, diese Unstimmigkeiten, die sich einfach jetzt gehäuft haben. Aber damit fängt es halt an. Und dann frage ich mich halt, sind das jetzt einfach nur die Kleinigkeiten? Oder ist da noch mehr, was wir noch gar nicht wissen? Naja, ich würde behaupten, dass sie immer noch die gleichen sind, nicht wahr? Nur, dass sie sie jetzt eventuell nicht mehr unterschätzen. Ich meine, wenn sie auf uns blicken, nur auf uns, wer kommt dazu her? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Naja, wenn sie auf uns schauen. Ja. Rein nur auf uns. Wer kommt da für sie zuerst? Ja. Ich versuche immer im Namen der Familie zu handeln und versuche das immer weitestgehend auch im Interesse der Familie, im Interesse von Ihnen alles zu vertreten. Wenn sie nicht da sind oder nicht dabei sind bei irgendwelchen Gesprächen oder nicht dabei sein können, kommt immer das zuerst. Ja, die Familie. Und so werden die es höchstwahrscheinlich ebenfalls machen. Sie sind für die am Ende des Tages immer ein Außenstehender. Und so wird es letztendlich immer sein. Das heißt, man darf diese Leute nicht unterschätzen dahingehend. Und sie sollten ihren Wert dahingehend nicht überschätzen. Aber wenn es in der Vergangenheit geklappt hat, mit ihnen und denen, dann wird es wahrscheinlich weiterhin so gehen. Nur sie sind diesmal schlauer. Am Ende des Tages, wenn die immer versuchen, ihren Club zu retten und das Ganze aus dem Dreck zu ziehen, offensichtlich egal, wie stupide das Ganze manchmal ist, sie haben versucht, mit einem sehr schlechten Blatt zu pokern und haben verloren. Sie haben nicht damit gerechnet, dass wir so gutes Verhältnis zu Mr. Schlamm haben.
frag mich halt nur, dieses doppelte Spiel, auch wenn es schlecht war. Wo wird das denn noch getrieben? Vielleicht bei Leuten, bei denen es vielleicht nicht so einfach rauskommt wie bei Shalom. Das ist auch einer der Sachen, die ich mich halt frage. Naja, kenne deinen Feind. Und jeder, der nicht zur Familie gehört, ist unser Feind. Sie müssen immer mit einem rechnen. Ja. Das war mir eigentlich schon die ganze Zeit klar. Das habe ich auch bei jedem berücksichtigt. Vielleicht einfach nur nicht genug bei denen. Das musste ich jetzt wohl auf die Art und Weise erfahren und lernen. Naja, es ist die Eigenschaft, aus Erfahrung zu erlernen. Das Beste daraus zu machen. Sie haben ihnen vertraut. Man hat sie im Vorfeld gewarnt davor. Sie haben es auf die harte Tour gelernt. Jetzt müssen sie aufstehen und den Dreck von sich abschütteln. Wie ein Mann. Diese Leute haben diesmal sich offenbart. Jetzt müssen sie der Puppenspieler werden. Ziehen sie daraus ihre Vorteile. Und nutzen sie es fürs Geschäft. Naja, sollte eines Tages der Tag kommen, an dem diese unkontrollierbar sind. Dann muss man ihnen das Fell über den Leib ziehen. Aber das Geschäft hat immer vor. Wissen Sie, Mr. Chern zum Beispiel, hatte gewiss seine guten Eigenschaften mit sich.
aber er konnte es nie verinnerlichen. Er war immer impulsiv und wie Dynamit. Und deshalb war er nie jemand, der sich für Kreise letztendlich empfohlen hatte. Und klar, solche Leute muss es auch geben, aber am Ende des Tages sind sie Teil dieser Familie. Sie tragen einen Ring. Und sie haben diesen Platz hier, weil sie es besser wissen müssen. Und sie sehen ja, wo es letztendlich endet. Mr. Cerno. Weg. Auch Mr. Falköcher drin. Weg. Sie hätten es besser wissen müssen. Sie leben noch und sie machen es besser. Ich versuchte mir gerecht zu werden, aber hat mich echt einiges an Überwindung gekostet. Da nichts Dummes zu tun. Bisher. Naja. Wirklich einiges. Sollten sich nicht von irgendwelchen versoffenen und verlogenen Rockern aus der Fassung bringen lassen. Es geht mir gar nicht direkt um die, es sind eher diese ganzen Enttäuschungen von diesen ganzen Menschen. Egal in welche Richtung man schaut, außerhalb der Familie, da wo ich herkomme, meine Vergangenheit, zieht sich einfach weiter wie so ein langer Faden bis hierhin. Ich habe mich bewusst da noch nicht gemeldet. Ich wollte mir erstmal ein paar Tage nehmen, dass ich der Anweisung gerecht werden konnte. Mich jetzt direkt in den nächsten Tagen mit denen wieder getroffen, dann. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Deswegen melde ich das jetzt gerade erstmal. Aber ich werde es wieder aufnehmen. Ich denke, ich brauche da einfach nur ein bisschen Zeit, um der Situation nochmal klar zu werden und dass ich dem dann gerecht werden kann. Aber die Situation sieht schon ganz anders aus, als ich eine Nacht drüber geschlafen habe.
Aber ich werde das wieder aufnehmen. Weiterlaufen lassen wie bisher. Nur wie Sie sagten, mit dem Wissen einfach, was man davon gewonnen hat. Ich werde mir, egal wie lange ich jemanden kenne, egal wen, werde nie wieder meinen Namen dafür benutzen, um irgendwas zu regeln. Außerhalb der Familie. Nie wieder. Das ist es nicht wert. Für niemanden. Gut. Wo Sie natürlich ein Auge mit drauf werfen könnten. Wo es sich eventuell auch lohnt, Zeit und Energie reinzustecken. Das sind Menschen wie Mr. William oder auch Mr. Wirtz. Wobei bei Mr. Wirtz sagen müsste, dass er eher jemand ist, der ein wenig Hilfe im Leben benötigt. Also jungfräulich durch diese Welt marschiert. Und solche verlorenen Seelen, die brauchen jemanden, der Halt gibt. Das heißt, im Großen und Ganzen können Sie auch darüber hinaus die Augen offen halten. Für Leute, für die Familie. Und wenn die Mist bauen, dann müssen die dafür gerade stehen. So wie es jeder bisher hier tun musste. Wie muss Romero, wo sie diesen Drogenvorfall hat? Mit Mr. William habe ich wieder eigentlich relativ viel immer zu besprechen. Er weiß auch ja inzwischen über ziemlich viel Bescheid. Bei Mr. Wirtz allerdings. Ich habe auch relativ viel mit ihm zu tun, vergleichsweise zu früher. Allerdings kann ich
mir bisher noch nicht vorstellen, dass das da eine Person wäre in die Richtung. Aber ich meine, kann sich das ja noch weiter anschauen. Aber wie Sie ja wissen, tue ich mich immer schwer, mit ihm die persönlichen Dramen oder so dann anzugehen. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Yeah. Man lernt ja nie aus. Naja, Sie sollten jemanden wie ihn nicht unterschätzen. Das heißt, nach diesem Vorfall mit dem, gerade jetzt mit den Wolves, sollten Sie nicht Ihre Augen verschließen für solche Dinge. Ich glaube, mit den richtigen Leuten an seiner Seite kann es schon für ihn in diverse Richtungen gehen. Man muss es nur behutsam machen. Ich meine. Schauen Sie sich Mr. Pellegrini an. Als ich ihn kennenlernte, wollte er hier einen Gewürzladen eröffnen. Nie dazu gekommen, nehme ich an. Nein. Ich meine, er hat doch ein Fitnessgym in Vespucci geführt. Geschafft, als einziger dort mit einer Plauze rumzurennen. Aber er war ebenso gewesen. Konnte keiner Fliege was zuleide tun. Man musste ihm beibringen, sich vor den anderen Männern in unseren Kreisen zu wehren, sich nicht verarschen zu lassen. Wenn es draußen Probleme gab, musste man ihm anfangs an die Hand nehmen, damit er sich traute, zuzuschlagen. Und irgendwann, als diese Serie anfing von Raubüberfällen in Weinwald und wie diese Leute stellten und all diese Schicksale der Menschen vorher begann, da war er erst der in unseren Reihen. Plötzlich ausdeckte und rot sah und sie alle mit einer Axt zerstückelte. Das ist immer eine Grundsache. Ich bin der Meinung, jeder, also wirklich jeder, ist zu allem fähig. Wenn man dem
Mensch nur die nötigen Gründe dafür liefert. Ja, durchaus. Ich sage, es ist wie mit allem im Leben. Man muss nur sein Gegenüber kennen. Gut, alles klar. Miss Mila, ist sie schon zu Bett gegangen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, sie wollte jetzt nicht stören. Naja, nicht schlimm. Wie ist denn Ihr Vorhaben bezüglich des Geschäfts? Welches? Bei einem Gespräch, das der... Wie war sein Name? Mr. Boros, habe ich gehört, war im Gespräch. Naja, das Geschäft beobachten wir jetzt erstmal. Wir müssen schauen, wie sich die Lage bei den Mayhems entwickelt. Und wie sich neue Führung präsentiert. Gab es da jetzt schon Gespräche in der Richtung? Naja, zumindest nicht mit dem Press von dem. Er ist anscheinend ein wenig vom Erdboden verschluckt. Genauso wie der Vize. Beide, okay. Das heißt, wir lassen aktuell die Geschäfte vorläufig laufen, damit die Leute nach unten nicht drum leiden müssen. Verstehe, okay. Man muss das Ganze natürlich gut überdenken. Bisher standen immer die Wölfs, zumindest im Kopf dazu, es zu übernehmen, wenn es da Probleme gibt mit denen. Aber nach dem Blödsinn, den sie sich da geleistet haben. Da stimme ich nicht mehr dafür. Das hat sich für mich hat sich das erledigt. Zumindest für den Posten.
Naja. Ein paar Ideen habe ich zumindest dazu noch bekommen. Aber wir schauen erstmal, inwieweit sich das alles entwickelt. Wie viel Zeit wollen Sie dem noch geben, wenn Sie sagen vorläufig, wenn er jetzt gerade vom Erdboden verschluckt ist oder sowas in der Art? Wie hieß das, irgendwelche Tage genannt? Ja. Naja, Miss Romero sprach von einigen Tagen. Das heißt, ein wenig Zeit lasse ich ihm noch. Ich kann mir gut vorstellen, nach diesem ganzen Chaos mussten sie wahrscheinlich hin. Zumindest da, wo sie herkommen. Einiges regeln. War es nochmal Chicago, glaube ich. Gut, okay, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja. Gut. Wenn irgendwas noch sein sollte, sagen Sie gerne Bescheid. Ja, klar. Und dann noch ein angenehmer Abend. Ja, ich noch. Das Problem ist, Leute, das Sprechen mit Napier habe ich gerade so einen krassen Druck auf dem Ohr. Ich höre gerade gar nichts richtig. Beschissene Kühe. So, Leute. Dann erstmal vielen lieben Dank für den Support heute. Dankeschön, herzlichen Dank dafür. Farkas, was geht? Guten Abend. Interessanter Name. Gut. Wir sehen uns morgen zum Unicorn Day. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da die Braut, die sich nicht traut, vor die Flinte. Wir werden sehen. Silence, nochmal vielen lieben Dank für deinen Resub im 9. Monat bereits. Alter, hä? Hatten wir nicht letztes erst zweiten Monat? Was geht denn da ab? Unknown User, vielen lieben Dank für 32 Monate. Einer unserer Dienstältester wahrscheinlich hier, ne? Einer davon. Genau, und danke nochmal an Vanukchen. Für deinen Resub im 8. Monat. Solti Sandra auch nochmal Dankeschön für 25 Monate. Und Dankeschön nochmal an Felti 04. Vielen lieben Dank für deinen Tier 2 im 18. Monat. Dankeschön. Die Tina Corina. Ey, das hört sich irgendwie an wie so eine Schauspielerin, die ich irgendwo erkenne, ne? Tier Career
oder so? I don't know. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht warum. Es ist mega warm gerade hier. Und ich bin froh, wenn ich jetzt gleich nicht mehr am PC sitzen muss und ich einfach gerade, weil ich nicht, ich will. Wir haben 1 Uhr, das ist zwar schon irgendwo spät, aber normalerweise schaffe ich es nicht mehr, mich auf die Couch kurz zu legen. Ich habe das Gefühl, ich habe so wenig Zeit, auf der Couch zu liegen. Also ich werde das jetzt einfach mal machen, so für eine halbe Stunde. Einfach mich hinchillen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich schon drauf, ne? Und, achso, allen hier, ne? Morgen hier, die feiern Happy Bayram und so, ne? Ich glaube, morgen ist Bayram. Ja. Gute Nacht. Bis dann. Tschüssi.